Seit einem Jahr hat uns Corona und der ganze Aufwasch, den das Virus mit sich bringt, im Griff. Ein Jahr mit vielen Einschränkungen. Für die Wirtschaft ein Desaster. Lockdowns kosten nicht nur Kraft, sondern auch Nerven und viel Geld. Was man sich über Jahre aufgebaut hat, wird gerade zunichte gemacht. Hilfe? Mehr schlecht als recht. Die Regierung scheißt auf die Branche. Die Veranstaltungsbranche und Gastronomie steht mit dem Rücken zur Wand. Im Sommer letzten Jahres waren wir schon einmal in Nierstein bei Michel Köster zu Gast. Er hat sich letztes Jahr komplett neu erfunden. Der Weinausschank am Rhein war aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ob er kleine Events im Niersteiner Stadtpark in diesem Jahr veranstalten darf, ist noch fraglich. Wir sind systemrelevant. Mein Name ist Michael Köster, ich bin der Geschäftsführer der MCON GmbH. Die MCON GmbH ist eine Niersteiner Event- und Marketingagentur. Wir veranstalten kulturelle Veranstaltungen in Gesamtrheinhessen und darüber hinaus. Ich melde mich heute zu Wort, weil es so nicht mehr weitergehen kann. Seit über einem Jahr haben wir eine absolute Planlosigkeit in unserer Branche. Mit unserer Branche meine ich die artverwandten Branchen wie Veranstaltung, Kultur, Gastronomie, Tourismus, Hotelier und so weiter und so fort. Nach jedem Lockdown folgt mittlerweile ein neuer Lockdown, von einem Lockdown in den anderen. Auch heute Morgen wurde wieder bekannt gegeben, ein weiterer Monat absolute Planlosigkeit, denn wir machen wieder bis zum 18. April das Land dicht. Wir, unsere Branchen, sind nicht die Treiber des Infektionsgeschehens. So viel sei mal gesagt. Wir haben im letzten Jahr uns bereits bestens und professionell auf das vorbereitet. Wir haben mit Hygiene gearbeitet, Abstandskonzepte entwickelt. Wir haben große Investitionen getätigt, und zwar in allen diesen Unternehmen der Branche. Es ist uns gelungen, im letzten Jahr schon sowohl der Gastronomie als auch den Kultur- und Eventschaffenden wirklich sichere Veranstaltungen zu schaffen und zu präsentieren. Bei unseren Veranstaltungen, die Veranstaltungen der Firma MCON GmbH aus Nierstein, wir haben allein 8 kulturelle Veranstaltungen im Niersteiner Stadtpark gespielt. Unterschiedliche Formate, von Klassik über Comedy bis hin zu Rock und Pop. Und die waren komplett alle sicher. Bei uns hat sich keiner infiziert. Unsere Hygiene- und Abstandskonzepte wurden von dem Ordnungsamt gelobt. Und zwar in allen Tönen. Es hat alles bestens funktioniert. Und wir können nicht verstehen, warum man uns jetzt wieder keine Perspektive bietet und uns weiterhin zulässt. Wir sind nicht der Treiber des Infektionsgeschehens. Und deswegen eine klare Aussage in Richtung Politik. Bietet uns eine Perspektive wieder. Dankeschön. Nächster Halt, Stecklers Restaurant in Oppenheim. Die Familie Steckler liebt und lebt für die Gastronomie. Die Terrasse jetzt zu diesen verrückten Bedingungen öffnen, ist wirtschaftlich nicht tragbar. Vom To-Go-Geschäft leben, das ist eher Beschäftigungstherapie. Die Gastronomie kann so nicht weiter überleben. Wir sind systemrelevant. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute Morgen hat uns ja die nächste Hiobsbotschaft erreicht, dass wir über Ostern die Gastronomie zulassen müssen. Es ist wieder der weitere Schlag ins Gesicht, so wie die vergangenen 12 Monate auch. Jeder spricht von To-Go, Lieferservice. Das ist ein Geschäft, was absolut nur ja, Nonsens ist, Hand in den Mund leben, mehr ist es nicht. Wem greife ich das an? Das greife ich unserer Politik an. Es ist einfach so, warum, weshalb? Wir haben letztes Jahr ein Hygienekonzept umsetzen dürfen und auch können, auch positiv umgesetzt. Wir sehen es hier,
Es gab keine Personen, die sich in der Gastronomie oder im Hotelier angesteckt haben. Es ist, ich bin fassungslos, mir fehlen auch die Worte. Es ist ein Schwank zwischen tiefer Aggression und genauso auch langsam resignieren, was ich sehr schade und auch gefährlich finde. Ich habe zwei Restaurants, die am Anfang sehr gut gelaufen sind oder über Jahre hinweg sehr gut gelaufen sind. Die sind aufgebaut worden mit diesem Kopf, mit diesen zwei Händen und genauso auch mit einem ganz tollen Team. Wir waren ein sehr guter Arbeitgeber, wir sind ein sehr guter Arbeitgeber. Wir haben fast 50 bis 60 Leute gehabt. Es geht alles vor die Hunde und das liegt nicht an mir oder an meinem Konzept. Nein, mein Konzept ist, ja, das funktioniert. Wir haben sehr viele Senioren, die wir bekochen dürfen, die auch hier Essen abholen, futtern wie bei Muttern, heißt unser Slogan. Und das nicht erst seit gestern. Es ist einfach wie letzte Woche, wie es dann hieß, ja, die Gastronomie darf öffnen, ja, hat man sich mal gefreut. Es war ein Bonbon, aber leider hat dieses Bonbon einen salzigen Geschmack, also man spuckt es wieder aus und es ist eine Verarscherei uns gegenüber, ja, die selbstständig sind und es ist einfach eine Frechheit, was heute Morgen auch wieder entschieden worden ist. Es ist einfach nur ein Schlag in die Fresse, mehr nicht. In Dexheim ist Wolfgang Weil zu Hause und hat sich im gesamten Umkreis einen Namen gemacht. Kultur im Hof ist ein Mekka für alle, die Live-Musik und Unterhaltung lieben. So langsam gehen ihm die Ideen aus. Wenn das so weitergeht, stirbt die Kulturszene noch völlig aus. Wir sind systemrelevant. Ja, hallo, mein Name ist Wolfgang Weil, Kultur auf dem Hof, Weingut Weil in Dexheim. Seit 25 Jahren bin ich in der Eventbranche tätig und veranstalte Konzerte und Kabarets auf unserem heimischen Weingut und habe so eine Zeit, wie wir sie im Moment erleben, noch nie erlebt und kann im Moment auch nur noch den Kopf schütteln über Beschlüsse, die befasst werden. Leute dürfen nach Mallorca in Urlaub fliegen, mit 300 Leuten in einem Flugzeug sitzen und wir dürfen hier noch nicht mal im Freien in unserem wunderschönen Hof Veranstaltungen mit 200 Leuten machen, die wirklich auf Abstand sitzen, die nur in Haushalte zusammensitzen, teilweise auch alleine sitzen. Wir haben eine Nachverfolgbarkeit, jeder hat einen Adresszettel hier hinterlassen und das macht mich gerade wirklich fassungslos, weil wir schon seit fast einem Jahr jetzt keine Veranstaltungen machen dürfen, obwohl wir auch nachgewiesen haben oder die Eventbranche nachgewiesen hat, dass wir einer der sichersten Orte sind, die es in den letzten Monaten gab. Das wurde auch in Theatern und Opernhäusern festgestellt. Wir haben eine komplette Nachverfolgbarkeit. Viele von meinen Kollegen haben Belüftungsanlagen einbauen lassen. Und es ist nicht nachzuvollziehen. Am Wochenende geht man in die Supermärkte, die sind voll. Da ist keinerlei Nachverfolgung möglich. Man steht mit wildfremden Leuten an der Fleischtheke, an der Kasse, das über Minuten hinweg. Man sitzt in S-Bahnen, man sitzt in Zügen. Jeden Morgen vollgepackt, diese Busse, Bahnen, Züge, da steht man mit fremden Leuten zusammen und abends zurück wieder mit anderen Fremden. Null Nachvollziehbarkeit und bei uns ist wirklich alles sicher. Ja? Und wir bemühen uns auch über die neuen Objekte, die es gibt, ich sage jetzt nur die Luca-App oder sowas, die toll für die Nachverfolgbarkeit ist. Sowas haben wir alles schon in petto. Das heißt, ich habe sie installiert, ich kann sie meinen Kunden zur Verfügung stellen. Nur die Gesundheitsämter sind damit noch nicht verlinkt und das ist auch wieder ein Punkt. Wir tun alles, aber die Politik tut nichts. Ja? Und das ist für uns im Moment
nicht nachvollziehbar und absolut frustrierend. Ja. Künstlerbooking für Live-Gigs ist zu Corona-Zeiten auch kein gutes Geschäft. Wir sind in Wörstadt. Alexander Weig reicht es. Die Agentur arbeitet mit großen Künstlern zusammen und er hat sich über viele Jahre einen Namen der Branche gemacht. So geht's auch für ihn nicht weiter. Wir sind systemrelevant. Tja, nun sitzt man hier nach über ein Jahr im Lockdown und fragt sich, ja, was ist denn eigentlich in dem letzten Jahr passiert? Gefühlt Stillstand, keine Hilfen, Unternehmer, jetzt wie mein Team und ich, wir werden komplett hängen lassen. Klar gibt es immer die berühmten unkomplizierten staatlichen Hilfen. Sie sind alles, nur nicht unkompliziert. Das ist ein bürokratisches Monster. Und ich glaube, eine Steuererklärung für eine Großfirma zu machen, ist leichter, wie diese Hilfen zu beantragen. Vor dem Lockdown war mein Team und ich international tätig. Wir haben im Monat zwischen 800 und 1000 DJ-Termine verbucht. Jede Menge Künstlerbookings, teilweise über 100 im Monat, von den Stars der 90ern bis Mallorca-Acts, bis deutsche Acts. Also wir waren wirklich sehr vielseitig tätig. Seit dem Lockdown sind wir komplett auf Stillstand. Und wie gesagt, von der Politik bekommt man keine Hilfe. Es geht ja vielen Unternehmern so wie uns, dass hier einfach auch keinerlei Wertschätzung da ist. Feiern ist nicht systemrelevant. Der liebe Herr Söder aus Bayern hat ja gemeint, sie können ja mit ihrer Frau zu Hause tanzen. Wenn ich solche schwachsinnigen Aussagen höre, bin ich immer wieder schockiert. Die Politik lobt sich immer, was sie alles tun und was sie alles bewegen. Ja, die machen eigentlich nichts. Für mich sind das alles mittlerweile Unfähige. Also in den Regierungsparteien, da schließe ich auch viele kleine Parteien ein, weil die sitzen auch auf Landesebene und kriegen nichts hin. Seit einem Jahr bewegt sich nichts. Es wird alles vergeigt, was man vergeigen kann. Ob es Maskenbestellung ist, ob es Impfbestellung ist, ob es Organisation von irgendwas ist. Es sind nur Unfähige. Also die politische Führung der ersten Reihe ist im Großen und Ganzen talentbefreit. Und wenn die so ein Unternehmen führen würden, wie sie die Politik führen, wäre das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit pleite. Es gibt ein paar Ausnahmen der Politik, kann man sagen, aber die große Masse bekommt halt einfach nichts hin. Und langsam frage ich mich, wo das Ganze hinführen soll, was mit der Gastronomie passieren soll. Weil auch zu unserem gesellschaftlichen Leben gehört auch die Gastronomie, auch Events, auch Partys. Wir sind nun mal keine Gesellschaft, die im stillen Kämmerlein lebt. Deshalb ist für mich immer wieder die Frage, was stellt sich die Politik dann für die Zukunft von uns allen vor? Wir betteln auch hier nicht um Almosen, sondern wir wollen einfach eine Perspektive, wie das weitergeht. Einmal natürlich für auch unsere ganzen DJs, wo wir für uns arbeiten. Wir haben über 150 DJs, wo wir uns tätig sind als Dienstleister. Und darüber hinaus natürlich auch für das gesellschaftliche Leben. Also wie stellt sich die Politik das in Zukunft vor mit ihrer Tatenlosigkeit und Planlosigkeit, wo es denn hier Lösungen gibt? Also wenn die Politik es nicht weiß, dann soll sie mal Leute ranlassen, also mal Macher, die es verstehen. Also ich hoffe, dass sich irgendwie in Zukunft was ändert, aber ich gehe im Moment nicht davon raus, weil gerade durch die Beschlüsse jetzt gestern auf Landes- und Bundesebene kann ich nur sagen, bin ich sprachlos. Und die Leute jetzt an Ostern einzusperren, was soll das dann bitte bringen? Thank you.
Um die Ecke im Industriegebiet in Wörstadt ist der Sitz von Getränkeschmidt. Von Office, Kita, Gastro und Endverbraucher ist die Kundschaft bunt gemischt. Viele kleine und große Events beliefert das Unternehmen normalerweise. Events und Gastro ist ja gerade nicht. Der Fuhrpark für Eventbestückung steht erstmal still. Wir sind systemrelevant. Hallo, mein Name ist Michael Schmidt. Ich bin Inhaber der Getränke Schmidt KG und wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in der dritten Generation. Wir sind 12 Mitarbeiter und uns hat die Corona-Situation ganz schön den Boden unter den Füßen weggezogen. Unsere Geschäftsbereiche sind eigentlich die Belieferung von Privathaushalten, von kleinen Unternehmen, Kindergärten, Schulen, Gastronomie und natürlich Veranstaltungen. Das ist ein sehr großer Part. Hatten wir auch vorhin schon mal gesehen. Auf dem Hof, unser ganzes Equipment, alle Anhänger sind abgemeldet, werden zurzeit gepflegt, repariert, renoviert. Wir wollen einfach die Zeit nutzen, die wir leider haben, um alles vorzubereiten, um nach dem ganzen Scheiß, den wir momentan in der Hacke haben, auch wieder normal starten zu können. Ich bin gefragt worden, wie die Situation momentan ist. Schön ist sie nicht. Wir haben zum Glück schnell reagiert. Wir sind nicht nur veranstaltungslastig, nicht nur gastronomielastig, das hatte ich ja eben schon gesagt, aber uns hat es eigentlich in allen Bereichen getroffen. Das Thema Gastronomie, brauchen wir nicht drüber zu reden, was da gerade für ein Zirkus veranstaltet wird. Veranstaltungen, denke ich, werden wir in diesem Jahr auch nichts mehr sehen, was in irgendeiner Form eine bestimmte Größe hat. Wenn wir Glück haben, darf wir dann noch ein bisschen geheiratet werden, aber das sehe ich auch nur fraglich. In unseren anderen Geschäftsfeldern, Kindergärten, nun ja, waren geschlossen, sind nur zum Teil belegt. Wird auch schwer mit Getränke verkaufen. Schulen, gleiches Thema. Behörden, Verwaltungen, Betriebe, gleiche Geschichte. Schön, dass es Homeoffice gibt. Schön, dass die Leute sich schützen und geschützt werden. Ich wünsche keinem irgendwas Schlechtes oder irgendwie, dass er sich diesen Scheißvirus holt. Aber für uns bedeutet es einfach Einbußen in allen Bereichen. Die letzten Tage ging ja viel durch die Medien, jetzt stehen wir vor der dritten Welle, sind in der dritten Welle, die vierte könnte vielleicht kommen. Es ist irgendwie alles sehr unprofessionell gewesen. Ich maße mir nicht an, als Politiker die Universallösung zu haben, aber ich behaupte, hätten die richtigen Leute die richtigen Entscheidungen getroffen, dann wäre das Problem mit dem Impfstoff nicht da, es wäre das Problem mit der Verteilung des Impfstoffs nicht da, es wäre einfach viel mehr da. Und wir wären heute weiter, als wo wir sind. Wir müssten nicht an Ostern 5 Tage eine erweiterte Ruhezeit einlegen mit einer Öffnung im Einzelhandel, die ich bei weitem nicht verstehe. Aber gut, wie gesagt, ich bin kein Fachmann und kein Epidemiologe. Und kurzum, ich wünsche, dass wir alle gesund bleiben, dass das Zeug schnell beikommt, dass wir durchgeimpft werden und dass wir endlich wieder in eine neue Normalität kommen. Lasst doch wenigstens hier die Profis ran. Wir sind nicht Treiber des Infektionsgeschehens. Wir geben den Leuten genügend Gründe zum Lachen und das brauchen die Menschen. Die Menschen müssen lachen, zusammen sein, auch auf Abstand, aber dennoch lachen können. Und das ist gut für das Gemüt und für unsere momentane Lage. Wir sind systemrelevant. Aus einem ganz einfachen Grund. Steckles kocht einmal die Woche für 30 Obdachlose, was gespendet wird. Wir kochen preis-leistungsmäßig in einem guten Segment und wir kochen für sehr viele Senioren, die sich anderes Essen vielleicht nicht leisten können. Wir sind systemrelevant, weil natürlich das gesellschaftliche Leben auch Partys und Events beinhaltet und natürlich auch eine große wirtschaftliche Kraft in Deutschland. Weil wir nicht nur Partys beliefern, sondern weil wir auch Kultur und Brauchtum unterstützen.
Wir sind wichtig für die Gesellschaft und euer Seelenheil. Eventler oder Gastro, die Branche ist riesig und vielseitig. Musiker, Künstler aus allen Bereichen, Caterer, Getränkelieferanten, auch die Winzer darf man nicht vergessen, Bühnenbau, Licht und so weiter. Ohne uns ist eure Freizeit langweilig. Die Regierung sieht es anscheinend anders. Also was tun? Ihr könnt helfen. Unterstützt eure Gastro vor Ort, den Künstler, der einen Livestream macht. Kauft doch mal eine Kiste Wein oder Getränkekiste beim Lieferant des Vertrauens mehr ein und verschenkt diese an Freunde, die ihr vielleicht gerade auch nicht sehen könnt. Solche kleinen Dinge können helfen und man darf auch die Wertschätzung nicht vergessen. Wir sind bereit, wenn es wieder losgeht, um euch ein schönes Wochenende zu bescheren und die Auszeit vom Alltag zu geben. Wir sind systemrelevant.